Grecia, Spanien. Vårblommor. Ute lyser solen och det är så skönt. Gräset börjar växa så att det blir grönt. Tussilagon lyser gul och fin igen. Vi kan plocka många och sätta i en vas. Vitsippan den växer, den... Herzlichen Geburtstag! Sollen wir das auch mitrufen, oder? Nein. Herzlichen Geburtstag! Wie ist der Stachel gehen? Hi, bin in Spanien angekommen. Jetzt beim Tennisplatz. Bis später. Tschüss. Livlinge! Jens livlinge! Håller vi is till nu? Varså? Din ut så gärna du. Var det is till nu? Jag är riktigt glad när jag har höstklapp. Hans ass har bara sett en sån där skön. Vad är det för nu då? Jag får fatta en grej. Fin och fin och vit och fin. Några kan vi plocka till en fin bukett. Blåsippar finns det borta i backen där. Röd om inte, låt dem vara där de är. Så söt. Trevlig vår. Hälsningar från Spanien. Tjus. Jag må du leva ut i hundrade år. Jag visst ska han leva ut i hundrade år. Jens, 17 år. Sip senior, blondes hår. Jag flickor körde bil. Flickor, hur säker du är gratis då? Gratis, flicki. Nej, ta upp lite kaffe, flicki. Det måste drinka. Det är Oliver som säger att du visste koförslucken. Du plockar på det här förslukt helst. Kommer det förslucka? Håll upp mig. Jaha, du har botten inne kommit. Ja. Jag har precis gemeint, jag har nog den kopp gesehen. Jag meinte, det är zucker eller så. Flicki. Du har blömlem riktningen åt här. Ja. Nackta dig, jakta dig, jakta dig. Spanien, nackta dig. Annars tar jag dig. Tjus. Morgon, lät som att bli extra om 5 i uppstande. Ja, jag har inte sett. Och varm. Mormor är att luta nu. Ja, får det. Ja, det är extra vad det är. Måste du nachher se ut. Band gretten hat sie aber gratis ja. Med Jens. Oh. Ja, det är Jens specialitet. Väldigt klassisk. Det skaffer man an inte för Oliver, hä? Det är här har vi nya förpackningen, hä? Säkert, det ska gå viel schneller. Det är riktigt motmakare. Kanske rata, vad det är. Ja. Geil, cool. Ein Rolex. Ja, Rolex ist das Original. Nein. Nicht. Aber ist wasserresistent. Nein. Wieso steht es noch? Steht es dort? Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich selbst gleich habe. Ah, ein Spitzbub. Oh, nicht kaputt machen, hä? Richtig. Ganz schöne, hä? Ja. Die sind so herzig. Ja, von allem, was du bekommen hast, was man essen kann, haben wir fast alles nicht gern. Nein, die, total verschiedene Geschmäcker. Ja. Ich habe auch mich essen. Ich glaube, ein bisschen billiger Geschmack, habe ich das Gefühl. Ah, oh, Spitzbub. Kann man auch essen? Ja. Die haben, glaube ich, selbst noch wie auch gern. Okay, da finde ich das. Ja, das ist ja nicht. Ich bin Stein. Ja, 17 Jahre ist nicht jeder Tag. Einmal. Optimal. Im ganzen Leben. Ja. Letztes Mal im Volk habe ich gesagt, ich darf ich nicht kaufen. Ist so teuer, oder? 6 Franken. So teuer? Ja, es kostet so viel. Es ist Luxus. Wir sind auch nur so super. So, jetzt ein grosses Paket. Oh, nice. So auch noch. Mhm. Achte. Nein, es geht mir. Nein. Nein. Ich für den kleinen Platz, für den Fialis. Ist gut, hä? Grünland, Äpfelblühen und da hinten ist Schnee. Heute hat es geschneit. 24. April. Das ist schön. Süß. Aber schon die Bäume sind. Ich mag Spanien. Grüß aus Spanien. Nu är det vår. Solen lyser, solen lyser och det är så skönt. Ute i naturen vaknar alla djuren. Ingen sover nu när det är vår. Spanien. Montepego. Stupolen till Kjellberga hinten. Kjellegarten. Ist es da, ein paar Tage. Tschüss!
Go im Nebel. Das ist ein schöner Bergdach, das ist ein schöner Kaffee. Kaffee mit Jasminblumen, wenn man in den Kaffee sitzt, ist es so schön, es riecht immer nach Jasminblumen. Da ist das Office und da sind alle die schönen Farmen, auch die schwedischen. Tschüss! Bis aus Spanien! Voll im Nebel. Tschüss! Jag har gerade mät och mamma har geantwortet. Så ärtig, ja. Det är så vad mitt var. Det är så glücklich. Dass ich das erleben kann. Und schaff, Mutter hat ein Brust. Habe ich nicht gewusst. Die Geissmamas haben vier. Also den grossen Euter, oder? Und schaff, Mama, nur eine. So lustig ausgesehen. Ich dachte, ich habe die heute gar nicht gefunden. Und die haben das so schön da zum Rasseln. Und jetzt gehe ich zu den Kaninchen. Komm, wir zurück zu meinem Thema. Und die haben jetzt ihren Staubsauger all Gras abgefressen. Das ist von gestern. Habe ich verschoben und jetzt guck mal das an. Ein Tag. Die haben genossen. Hoi, geht ihr wieder rein? Hä? Sonst kommt der Fuchs. Oder der Marder, der gräbt sich da unten durch. Und dann habe ich die morgen nicht mehr. Das ist, die Zeit ist jetzt schlimm, weil sie haben nach Babys, Fuchsbabys. Deshalb sind sie sehr am Suchen und nehmen alles, was sie können. Okay, jetzt nehme ich sie rein. Tschüss. Das ist Transportkiste.